Bild zwischen den Star Polls und dem FPVH zunächst einmal die Salzburger am Ball, den hier verlieren. Läuft so und da ist das 0:1 durch Alexander Rabengruber. Keine Chance für Olga Röfler im Tor der Star Polls da irgendetwas zu machen. Dann wieder eine neue Aktion. Zunächst einmal ein weiterer Treffer. Es war das 1:1 durch Alexander Frandl. Damit war der Ausgleich wieder erzielt. Und die Salzburger konnten auch noch weiter nachsetzen. Pass zur Mitte, Schuss und Tor! Das war das 4:1 durch Jakob Zack, der einen herrlichen Treffer erzielte und somit die Star Polls in Führung brachte. 4:1 und der Halbzeitstand 13:4. Dann die zweite Halbzeit. Die Seiten wurden gewechselt. Zieht ab. Und da ist ein weiterer Treffer. Daniel Meisser war erfolgreich und erhöhte auf 14:4. Herrlich gemacht und so ein Tor ist für mich als Zuschauer auch herrlich anzusehen. Dann allerdings mit eine weitere Aktion. Schuss und Tor. 15:6. Der Torschütze Thomas Ranninger vom FBV Haag. Ja, so schnell kann es im Floorball gehen. Den Schlusspunkt setzten allerdings wieder die Star Polls. Es gibt Freistoß vor dem Tor der Gäste. Immer noch der FBV Haag. Jetzt wieder die Star Polls, die den Ball nach vorne spielen. Und Tor! Dieses Mal war es Balkenhalmhose, der den 21:7 Endstand und damit den Sieg der Salzburger sicherstellen konnte.